Wollt ihr mich verarschen? Das Spiel kann nicht real sein. Das kann nicht for real sein. Das kann nicht for real sein. Hä? Der ist der Nächste. Hört auf, in mir zu spawnen. Das sind wieder zwei, oder? Mein Gott. Ey, ich versteh's nicht. Was wollen die eigentlich von mir? Ich versteh's nicht. Die spawnen in meinem Haus. Warum? Okay. Aus irgendeinem Grund sind wir wieder scheinbar im Elektrizitätswerk gespawnt. Obwohl ich glaube ich am Bauplatz hätte spawnen sollen. Ja, aber willkommen bei einer weiteren Folge von Generation Zero. Es gab ein riesengroßes Update letzte Woche am Dienstag. Das Landfall Update. Ich weiß nicht inwiefern sich irgendwie die Karte vergrößert hat, ich weiß nicht. Es soll irgendwas mit Russland zu tun haben. Und es soll neue Max geben und alles mögliche. Ach ja, mir hat auch ein Zuschauer geschrieben, danke nochmal dafür, dass ich denn die Gasmaske runternehmen soll, weil sie mir meine Sicht erschwert. Zumindest dieses komische Gedämpfte, was ihr da auch am äußeren Rand sehen könnt. Und dafür setze ich, glaube ich, erstmal die Brille auf. Tatsächlich, es sieht sehr viel besser aus. Ich wurde direkt erwischt. The fuck? Ich bin so lost, ich sollte jetzt echt aufpassen, was ich mache. Hier soll scheinbar ein Hinweis sein über die Evakuierung. Anhören. Underhoge, the evacuation is complete. Return to base, over. Help. Lieutenant, we will lock vessel down in 10. What is your status, over. Underhoge. God damn it. Underhoge. Let's go. Okay, hier ist der letzte Hinweis. Oh mein Gott, liegt hier viel Zeug. Funkgerät kurz mitgenommen. Okay, dann gucken wir mal auf die Karte. Scherengartenkarte. Eine Karte der Scherengartenregion. Darauf ist ein Gebiet markiert, in dem die Zivilisten möglicherweise evakuiert wurden. Okay, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir doch irgendwo hier, ne? Perfekt, ja. Wir müssen hier hin. Und hier ist auch irgendwas scheinbar. Aber es scheint noch ein weiter Weg zu sein. Ja, scheinbar muss ich den Militärspitzpunkt Westland finden. Kann ich die Lampe auch mitnehmen? Nein. Ich mag das neue Layout tatsächlich. Vom Auswählen der Items. Man kann entweder scrollen oder man kann Tab drücken. Wird hier noch schön Zeug angezeigt. Ja. Also wenn ich es da hoch schaffe, auf den Berg, ohne mindestens einmal gefunden zu werden von irgendwelchen Robotern, die hier rumscouten, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, der sieht sehr alleine aus, der fliegende Typ. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn der mich findet, Kommandobunker, Westland, Waffen, Pläne und noch irgendwas. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn der mich sieht, dass er einfach wieder Gegner spawnen lässt, so wie man es halt kennt von letztem Mal. Okay, ich würde erstmal, glaube ich, den Weg hier laufen. Ordnungsgemäß. Vielleicht finde ich hier nützlichen Stuff. Oh. Oh, oh, oh. Aha, aha. Jump'n'run, jump'n'run. Da scheint noch einer rumzulaufen. Oh. Also vielleicht ist es am klügsten, erstmal den wegzumachen. Wo? Oh. Nein, 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 wo? Wie? Nein, 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 nein. Nein! Nein, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Ich kann auch einfach komplett drauf gehen mit der Shotgun. Und vermuten und hoffen, dass da nur drei Leute sind. Was passiert hier? Bitte fall nicht, bitte fall nicht. Oh Gott. Also wenn es nur die drei sind.
dann kann ich ihn nehmen. Hä? Bro! Aua! Okay. Oh! Hä? Okay. Waren es die einzigen? Ich weiß es nicht. Muss ich das verstehen? Erforsche die Insel Sydrosaltum, um mehr Barcode-Schlüsselkarten zu finden. Ja, vielleicht sollte ich einfach lesen, ich Idiot. Lesen. Ach so. Cool. Notebook. Danke. Was heißt das jetzt für mich? War das jetzt schon eine Schlüsselkarte? Ich muss das kurz testen. Wait. Zugangscode. Dieser Teil eines Barcodes dient zum Öffnen von Westland, dem Kommandobunker für die Sherengarten-Region. Verwende die Barcode-Schlüsselkarte, um den Westland-Bunker aufzuschließen. Hast du es schon? Waren es jetzt die paar Roboter? Okay. Okay. Das ging einfacher, als ich dachte. Dann scannen sie mal hier. Oder muss ich die in die Hand nehmen? Hier ist sie. Oh, warum ist hier kein Lichtschalter? Jetzt geht das wieder los. Werden hier Viecher drin sein? Oh, jetzt geht das los, Alter. Oh, holy. Ich glaube, ich höre schon wieder Viecher. Wir nehmen mal lieber die Pump in die Hand. Die eine Zielgenauigkeit von einem Stück Brot hat. Okay. Ah, entspannt. Ich höre auf jeden Fall rechts irgendwas. Ja, es hört sich sehr nach einem Zombie, nach einem Roboter an. Knapp. Warum? Okay. Was? Schattengarten-Region wurde die Gefahr aus Bergknast Gorgon. Was? Ja gut, ne? Schleiche ich den jetzt hinterher, oder? Wenn der Bray umdreht, dann könnte ich doch eine Taschenlampe ausmachen. Macht das Sinn? Oder sehen die mich trotzdem, weil sie Nachtsicht haben oder so? Stell die Hauptversorgung des Bunkers wieder her. Oh mein Gott. Idiot. Warum? Nein, bitte. Wieso darf er mich sehen? Haha. Chillig. Muss dahinter. Oder? Wo muss ich denn hin? Ich hoffe, ich kann jetzt einfach mal vorbei. YOLO. Komm schon, bitte. Mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Hilfe! Oh, nee, bitte nicht.
Bitte sei mal leise. Bitte. 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 Will er mich? Ja. Ja, ich glaube, dann gibt's keine andere Wahl. Oder? Okay. Scheinbar doch. Bro. Bro. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Du machst keinen Sinn, ich bin in dir. Du bist auf mir. Jetzt sind hier zwei. Was ist denn mit euch? Da kommt ein dritter. Alter, ist das euer Ernst? Macht das überhaupt Sinn? Könnt ihr gehen? Ich glaube, es gibt keine andere Wahl. Ich will. Jetzt ist hier ein dritter. Ich fass es nicht. Was wollt ihr denn? Ey, Mann. Ich glaube, bevor das immer mehr werden, kill ich die jetzt einfach. Okay. Holy shit. Aufgeben. Bis wohin aufgeben? Spawnpunkt auswählen. Ich muss hier spawnen? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach du Scheiße. Alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. Alles klar. Da sind wir wieder drin. In dem Schlamassel, Dilemma, was auch immer. Ich werde euch jetzt alle niedermachen. Mir egal. Nein, hätte ich einfach hier reingemusst. Oh mein Gott. Euer Ernst? Das wär's das gewesen? Oh mein Gott. Ich bin falsch abgebogen. Das ist nicht. Das ist wirklich jetzt for real. Sag nicht, dass es hier unten direkt. Hey, aber es ist. Okay, es ist auf jeden Fall das Stromzeichen. The fuck? In mir. Ach Gott. Ah Gott, ich hinterfrag's aber nicht. Als ob ich einfach hier hätte lang müssen. Okay, ist ein Dicker. Ist das der Einzige? Wieder Knopf für die Stromversorgung? Danke! Oh, als ob ich hätte nicht mal mehr lang gemusst, wo ich war. Oh, ich bin aber auch selbst schuld. Oh mein Gott, ist das unbefriedigend. Finde die Kommandozentrale des Bunkers, ja. Ja, komm. Ich lösche jetzt alles auf dem Weg weg. Wir haben jetzt ja genug Wege, die wir gehen können. Und vielleicht soll ich einfach die Gegner fighten. Das ist wahrscheinlich das Zeichen für die Kommandozentrale. Alles klar. Jetzt kann ich da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Frage ist, wo sind die Roboter? Hier müssen noch zwei sein. Mindestens.
Oder auch nicht. Ja, natürlich sind hier keine mehr. Weil die mich hier vorhin alle weggemacht haben. Hier drin. Das sieht auch nicht so aus. Adrenalinspritze. Wow, die hätte ich tatsächlich eben gebraucht, als ich gestorben bin. Naja. Dann werden wir mal hier reingehen. Mal gucken, was mich hier so erwartet. In der Kommandozentrale. Untersuche den Feldzugsplan. Errungenschaft, yeah. Ah, das sieht mir sehr aus nach einem Safe Spot, oder? Oh, ich bin also kurz davor einfach gestorben, wirklich. Ich meine, ich hatte zwar nicht die Energie an, aber... Oh, mein Gott. Alles klar, dann schauen wir uns mal die Karte an. Die ganz schön beleuchtet ist, die Feldzugs... der Feldzugsplan. What the fuck? Strategie, Operativ, Taktik, Stritzchen. Mailbild, Upgift, Installsregler, Vollkret. Afsgrenzninger, Terrain. Weder, Behof, Mutzden. Ach, scheiß drauf. Let's go. Back to Ludwig to Veslan. We've established position at Eberholmen Castle, but the civilian Anita Kjergren is nowhere to be found. No visual contact of what she described, but Siggins did pick up something. Contact! See you, I repeat. Yes. Lieutenant Tilema, this is Veslan again. I have to use the phone since radio communication is down. It appears the radio tower near Grontorp is being used to disrupt our communications. Likely sabotaged by hostile agents in preparation for the main assault. The phone lines could be the next target, so I need to know the status of the tower at Saltholmen Naval Base. Can you confirm that the tower... Super. Habe ich jetzt drei Missionen scheinbar, oder ist es Scherengarten? Hilferuf, der erste, ein anderer Block. Okay. Wir haben ja... Aha, okay, quasi sind jetzt zwei Missionen sehr nah aneinander und die andere ist auf so einem Berg. Wie zur Hölle können die mich wahrnehmen? Ich bin hinter einer Wand. Okay, dann einmal los, ne? Oh, bye-bye, den können wir easy abholen, so ein Header. Ist das ein Kopf? Ja, aber er überlebt scheinbar mehrere Schüsse und hier war noch jemand. Der misst gar keiner. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach zu. Dann kann mir da schon mal keiner folgen. Ich habe nämlich das Gefühl, hinter mir ist einer gespawnt. Dann muss ich jetzt wohl noch da gehen. Zum Hilferuf. Einsam und allein in der Nacht. Ja, gehen wir mal ein wenig schneller. Dahin. Oh, das hört sich nicht gut an. Ist da vorne irgendwas zu entdecken? Aha. Ruhig. Den könnte ich wegmachen. Ist vor mir auch einer? Ah, tatsächlich. Wir hätten hier den noch anzubieten, dann komme ich irgendeinem auch gefährlich nahe angeblich. Ich weiß gar nicht, ob das der ist. Den würde ich sagen, schalten wir jetzt auch im Install aus, oder? Wait, da stehen mehrere. Ich glaube, ich habe auf den einen sicheren Schuss. Ja. Yep. Ja, Bro, geh mal wieder zu deinem Typen zurück. Oh shit, Alter. Okay. Okay, jetzt haben sie mich angeblich gesehen. Und wo kommen die? Wenn ich mich hier verstecke, ist doch easy, oder? Hä? Ja, sag ich ja. Hallo. Und jetzt wird gleich der Nächste abgefarmt. Beziehungsweise der ist neben mir. Ich muss hier hoch. Oh, hi. Grüß Gott. Okay, ich müsste, glaube ich, gut welche abgeholt haben. Tatsächlich. Die meisten. Gut, dann... Oh Gott. Kann ich eigentlich alles looten. Oh. Gepisst. What? Eine neue Waffe.
Die sieht tatsächlich so aus, als könnte ich da was drauf tun. Level 2 ist sie sogar. Tatsächlich. Schalldämpfer für Maschinenpistole und das Magazin für die. Ja, die Frage ist nur, auf welchen Platz tun wir die? Die gepisst. Ich würde tatsächlich... Boah, ich habe nicht viel Munition für die, ne? Ja, komm, packen wir die hier hin und tun das Fernglas hier hin. Okay, nice. Gut, dass ich die Waffe habe. Hier liegt die nochmal. Hä? Was? Ne. Niederschiff einer militärischen Übertragung. Aha. Koordinaten. In irgendeiner Straße. Ab dafür. Okay, scheinbar. Ist hier direkt irgend so ein Knecht, der mich gesehen hat? Eliminiere alle Gegner. Ja gut, muss den eh killen. Von daher. Komm her, du Bitch. Ich mach dich weg. Oh Gott. Er wohnt denn du? Der stirbt noch nicht? Was ist die Shotgun eigentlich? So trash. Also bitte. Das ist ja nicht feierlich. Was habe ich so geblendet wert durch irgendwas? Scheiß Licht, Kack. Was sieht mich denn überhaupt? Der hier? Ich glaube nicht. Wer ist denn er jetzt? So. Nö. Nö, 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 nö. Komm schon. Ich hoffe, das ist der Einzige, der mich gesehen hat. Aber ich habe auf jeden Fall einen Großen gehört und mich würde interessieren, wo der ist und ob er dazu zählt zu den Gegnern, die ich töten muss. Doch, der ist ein Großer, oder? Ist er da hinten, der Große? Irgendwie habe ich so die Vermutung. Weg mit dir. Er ist dadurch nicht gestorben. Okay. Oh. Okay. Der ist hier schon fast kaputt. Der Sensi, Alter. Okay. Dann hätte ich das auch geklärt. Und es war kein Großer hier. Oder ich sehe den Großen nicht. Weil hören tue ich ihn definitiv. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Wo ist er denn? Wait, da ist er doch. Ja, doch. Da steht er. Digga, als ob sich wieder so ein Crack hier rumfliegt. Pack mit dem. Hängt er im Haus? Der hängt doch im Haus. Hängt er im Haus? Hi, Bro, was geht? Hängst du ein bisschen fest, wa? Idiot. Ein paar Knechte noch in sich. Oh, die hat er gerade kaputt gemacht. Hä? Wieso ist er im Haus? The fuck? Alter, weg jetzt hier.
Und jetzt mit der Shotgun in die Fresse. Einmal nützlich sein Shotgun, komm. Okay. Oh mein heiliger Gott. Der Braden geht's gar nicht gut. So. Was hast du Schönes? All möglichen Scheiß. Guck mal, die sind aber eigentlich gar kein Problem mehr. Easy sind die nämlich gedeckt. Easy. Schon der zweite, der, mit dem ich kaltblütig, ohne Damage zu bekommen, einfach weggenutzt habe. Geil. Oh. Hä? Ah, ich verstehe. Da stört etwas mein Funkgerät. Ist ja sehr nett, wenn du es nicht mehr stören könntest, Duell-Ding. Was ist es denn überhaupt? Ah. Du kleiner Drecksack. Dich knöpf ich mir vor. Aua! 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 Ah, wieso hab ich. Bin ich dumm? Das hab ich mir, hätte ich mir denken können. Ach! Ich Idiot! Ach! Scheiße! Okay, dann probieren wir es nochmal. Rein da. Ein russisch sprechender Mann. Sehen wir hier beim neuen Update angekommen. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Junge. Ich hab's verstanden. Wohin muss ich hier? Laut Karte befindet sich der nächste Funk. Has the team been dispatched to the radio tower on Norra Saltholmen? We need to find out what is causing those interferences and if it's a precursor to an invasion. Our success depends on yours. I cannot stress this enough. Over. Okay, hier ist anscheinend der nächste Funkmast da unten, irgendwo. Ach, ich bin kacke. Hier, scheinbar. Ja. Hauptmission. Okay, hier ist auch der Marinestützpunkt da hier. Cool. Ja, dann sieht es so aus, als würden wir uns da auf den Weg machen. Ja, komm. Ab in den Bunker, oder? Wo ist denn jetzt hier jemand, Digga? Komm doch. Maul mich nicht an. Komm, kämpf wie ein Mann. Gibt's auch wieder eine Waffe zu finden, scheinbar. Die Frage ist, im Bunker oder nicht im Bunker? Ja, gehen wir mal rein. Komm. Let's go. So, wir tritt im Bunker. Let's go. Ich kann bestimmt draußen rumlaufen. Ach, Digga. Ach, Mann. Ich dachte... Ja, die kleinen Knechte knipsen hier wieder rum. Kein Strom. Ja, okay, ich muss wieder Strom einschalten. Weg mit dir. Jo. What the fuck? Ja, sieht danach aus, als ich hier hin. Jo. Oh Gott, Hilfe. Bin ich verwirrt. Was ist denn? Muss doch hier sein, oder? Dann macht das ja gar keinen Sinn da drüben. Oder? Ja, Bro, du weißt doch eh nicht, wo ich bin. Wo bin ich kacke? Also ich würde einfach mal sagen, das ist das Problem, was ich beim nächsten Mal beseitigen werde. Ja, ich hoffe, dass das Video trotz der weirden Audioqualität doch ein bisschen Spaß euch gemacht hat, sich anzuschauen. Und ja, nächste Folge wird es auf jeden Fall wieder besser. Bis dahin, ciao.
Wieso stehen hier zwei Schachbretter? Also for real. Was haben die immer mit ihrem Schach?